Willkommen zurück, Mario-Freunde, zu Paper Mario. Wir sind wieder in Yoshis Siedlung, nachdem die Babys zurückgebracht wurden. Und der rote Yoshi sagt auch schon, dank dir sind alle Kinder gesund und munter wieder zurückgekehrt. Herzlichen Dank. Unser Häuptling hat gesagt, dass er dir persönlich danken will. Bitte geh zu ihm. Okay, mach ich. Ich erwarte natürlich viel Geld. Vielleicht einen geilen Orden. Da hinten ist er auch schon bei der Abraxas-Statue. Hallo. Mario, ich muss dir danken. Du hast die Kinder des Dorfes gerettet. Egal wie sehr wir uns bei dir bedanken, es kann nicht genug sein. Du bist ein wahrer Held. Wir wissen deine Tapferkeit zu schätzen. Zumindest kann ich etwas für dich tun. Du willst doch noch immer zum Lava-Lava-Berg, oder? Ich erinnere mich an einen sicheren Weg, auf dem der Vulkan zu erreichen ist. Komm bitte hier entlang. Muss doch irgendwo hier. Ja, ich glaube hier. Moment. Ah ja, ich habe es gefunden. Hier ist es. Bitte nimm es. Das ist der Jade-Rabe. Ah ja. Eine Abroxas-Figur, die du vom Yoshi-Häuptling erhalten hast. Immer wenn sie euch auf dieser Insel Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle ereignen, bitten wir dann Raphael, den Herrn dieses Islands, um Hilfe. Wenn es jemanden gibt, der dir helfen kann, den Vulkan zu erreichen, dann ist es definitiv Don Raphael. Er lebt im Herzen dieser Insel. Wenn du den Jade-Raben in die Statue von Don Raphael stellst, wird sich der Pfad in den Dschungel eröffnen. Seit ich ein junger Yoshi war, habe ich Don Raphael nicht mehr gesehen. Ich kann mich erinnern, dass es unglaublich schwierig war, ihn zu finden. Die Bäume und Büsche des Dschungels selbst waren es, die den Suchenden den Weg versperrten. Aber ich bin mir sicher, dass du den Weg finden wirst. Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung gehen, Yoshi? Ein Moment mal. Du musst ja jede Menge hinter dir haben, Mario. Warum allerwillst willst du zum Lava-Lava-Berg? Im Vulkan ist es sehr heiß und sehr gefährlich, wenn du nicht äußerst vorsichtig bist und Glück hast. Bist du im Handumdrehen eine Scheibe gerösteter Speck? Aber ich weiß, dass ihr euch ohnehin nicht darum schert. Ihr werdet trotzdem gehen. Ich kann das nicht gutheißen. Du kommst mit? Du willst also zum Vulkan, weil du die Prinzessin vor ihren Entführern retten willst? Das wäre eine bewegende Geschichte. Romantische Geschichten wie diese berühren mein Herz auf eine besondere Art und Weise. Es ist entschieden. Ich kann euch nicht allein gehen lassen. Ich, Sushi, werde bis zum bitteren Ende an eurer Seite bleiben. Mach dir keine Sorgen, Mario. Ich liebe es, auf andere aufzupassen. Und wenn du vorhast, den Dschungel zu durchqueren, kannst du ohnehin nicht auf mich verzichten. Ja eben, deswegen kommst du mit. Mario, kühler wird der Vulkan nicht mehr. Los. Ich meine, wir werden vielleicht zu geröstetem Speck, aber sie wird zu Fischstäbchen. Okay. Ist halt die Frage, ob ich jetzt da oben noch zu den Abraxas gehen soll. Ich kann es mal versuchen. Ah, du bist gar nicht Don Raphael, jetzt weiß ich, jetzt verstehe ich es auch. So, ich lade mich erstmal wieder auf, denn ich bin ja doch ein bisschen angeschlagen. Speichern würde ich auch ganz gern. Na dann, willst du hier schlafen? Unter unserem grünen Dach? Ja, klar. Okay. Ich überlege gerade, wo diese Abraxas-Statue war. Sie müsste da hinten gewesen sein, weil wir auf jeden Fall da waren und mit Sushi waren wir nur hier oben und noch nicht irgendwie, naja, woanders. Das ist der Rückweg. War sie vielleicht sogar hier? Da war das Knospi, das noch nicht bereit ist. Wobei ich trotzdem mal mit ihm reden könnte. Aber sonst ist ja auch nichts. Ja, dann rede ich mal eben mit dem Knospi. Aber geht's hier noch runter? Nee, hier ist nichts. Nee, ist in Ordnung. So, Knospi, ist dein Samen bereit? Naja, der ist immer noch nicht fertig. Ach, das ist ja ziemlich eilig. Die Zeit fliegt, wenn du was zu tun hast. Komm doch später wieder. Alles klar, er ist schon genervt von mir. Aber Leute, was die Superblöcke angeht, ich habe gerade nachgeguckt und wir haben tatsächlich schon Zugriff auf 8, obwohl wir nur 6
Gefährten haben. Die Sache ist aber die, ich weiß nicht, welchen wir noch nicht von den 8 haben. Also den einen, okay, in der Kanalisation, da ist einer, den haben wir noch nicht benutzt. Den habe ich ja auch aufgesucht und den konnte ich auch nicht benutzen. Aber es gibt tatsächlich noch einen irgendwo, den ich nicht benutzt habe. Und ich bin alle durchgegangen, so die ich im Kopf habe, und ich weiß nicht, welchen ich noch nicht benutzt habe von denen. Also ich bin da ein bisschen verwirrt. Will ich überhaupt hin? Also es gibt einmal den beim staubtrockenen Vorposten auf dem Weg dorthin. Dann den in der Oase, den habe ich auf jeden Fall benutzt. Die beiden habe ich eigentlich auf jeden Fall benutzt, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann gibt es bei Lady Boo einen. Und da ist die Statue. Ah, verdammt. Und es gibt bei Tuba Blubber einen. Gibt es bei Lady Boo einen? Ich glaube schon. Doch, doch. Da war einer. In der Spielzeugkiste. Und in der Kanalisation gibt es ganz viele. Und dann dieser hier. Im Dschungel. Und irgendeinen davon habe ich noch nicht benutzt. Naja, ich bin auf jeden Fall verwirrt. Kann ich aber jetzt auch nichts dran ändern. So, Bauchlandung. Das spielt ja auch gerade keine Rolle, aber irgendwann werde ich das mal checken müssen. Denn, es gibt insgesamt 16 Superblöcke. Und ja. Die werden wir alle brauchen, um stark zu sein. Denn man sieht ja schon, wir haben teilweise doch Probleme. Vor allem bin ich gar nicht zufrieden damit, dass ich nur 15 Blütenpunkte habe. Das ist echt zu wenig. Aber das, daran ändern die Superblöcke ja nichts. Ja, aber ich bin schon nicht zufrieden mit meiner Stärke. Das liegt auch daran, dass ich so hoch auf KP gegangen bin. Und das ist halt schon eher ein Fehler, würde ich sagen. Tja, wie komme ich jetzt zu der Statue? So unfähig. Ach, seid ihr es mir wert? Ehrlich gesagt nicht. Andererseits, ich habe schon 75. Ah, 75 Sternpunkte. Und da würde ich dann ganz gerne doch noch irgendwie die 100 rausholen, bevor wir zum Vulkan gehen, oder? Oder zumindest bevor wir beim Vulkan kämpfen müssen. Das ist mir zu teuer. Haben die eine Verteidigung? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie Verteidigung haben. Dann kann Lady Boo sie angreifen. Ja. Natürlich holt er Verstärkung. Und ich kann nicht abwehren. Auch das natürlich. Ich habe jetzt nicht sehr viel Mühe gegeben, es reicht ja auch so. Endlich mal abgewehrt. Geht doch. Ja, spring mich auf den hier. Und dann ohrfeigen wir den hier noch. Ja, verdammt, das war jetzt aber keine Absicht. Naja, ist ja egal, er wird jetzt sowieso besiegt. Aber hier war nichts mehr. Hier war ja der eine Yoshi, den ersten, den wir gerettet haben. Aber, ey, ausgerechnet dieser Gegner. Wenn ich diese Tropenfusis schon sehe, da habe ich keine Lust mehr, gegen die zu kämpfen. Das ist echt der furchtbarste Gegner momentan. Und wenn der Sternsturm die schon genau umbringen kann, nutze ich den jetzt auch.
Auch wenn mir jetzt natürlich ein bisschen die Sternenpunkte fehlen. Ah, ein Voltopilz. Kann ich aber nicht mitnehmen. So dumm. Nein, ich bin noch dümmer. Einfach hier schwimmen, dann kommt man zu der Statue. So, ja, der Rabe eingesetzt. Jetzt verschiebt sich, man sieht ja da schon diese Spur. Die habe ich aber auch, als ich das erste Mal hier versucht habe, sie zu verschieben, aber es ging nicht. Okay. Und da geht es jetzt tief in den Dschungel rein. Und ich höre schon Affen. Und trotzdem ist hier nur ein Shy Guy. Was machst du da? Ja gut, nochmal kann ich das jetzt wirklich nicht machen. Das wäre schon übertrieben, jetzt nochmal den Sternenstumpf einzusetzen. Zu meinem neuen Gebiet, da will ich eigentlich auch, eher noch ein bisschen Sternkraft für den Notfall übrig haben. Auch wenn ich jetzt ein paar KP verliere. Wenn ich das wenigstens abwehren würde. Geht einfach nicht besser. Ja, den springe ich kaputt. Den auch, mit dem mit der Bauchlandung. Ja, das war jetzt wirklich nicht gut von mir. Dann gehe ich auf Fokus. Sushi. Und wieder ein paar Sternpunkte mehr. Das Herz habe ich ganz gerne mitgenommen, ja. Die Blume tut mir nichts. Ja, aber irgendwie... nicht ahnungslos. Das kann man im Moment nicht zerstören. Ach so, ich bin einfach nur dumm. Na klar, hier muss es weitergehen. Was sind das hier für Punkte? Kommt da was raus? Bestimmt irgendwann. Ich versperre die mal. Na, ich glaube, ich muss auf den Baum. Okay. Wobei, nee, Quatsch. Ach. Muss ich vielleicht die Blume gießen? Ich habe keine Ahnung. Ah, nee. Da ist was. Okay. Jetzt komme ich da aber nicht her, oder? Mhm.
Das finde ich cool. Und jetzt ist es tatsächlich ganz versperrt. Ist ja interessant. Naja, gehen wir weiter. Ich denke, dass da jetzt irgendwie eine Schlange oder so runterfällt. Wird wahrscheinlich eher nicht passieren, aber... Vorsorge ist besser als Nachsorge. Okay. Geht's irgendwo hier weiter? Oder bin ich schon wieder ahnungslos? Sieht fast so aus. Seltsam. Ah, okay. Da kann man sich dranhängen. Ja, einen Pilz brauche ich jetzt eigentlich nicht. Und da geht's auf. Okay. Aber, wenn die noch mehr sind, dann probiere ich die alle mal aus. Okay, das war ein Fehler. Ein Hassgegner kommt nämlich. Eine Feuerblume, die wäre natürlich schon geil. Aber wie gesagt, ich habe keinen Platz. Hallo Mario, häng dich doch mal fest. Ja, okay. Ihr seid wahrscheinlich Gegner. Nee, okay, aber du wahrscheinlich dann. Auch nicht. Ist ja sehr interessant. Okay, und hier ist ein Sternensplitter. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Kann man da drunter durch? Das sieht fast so aus, aber es geht irgendwie nicht. Noch nicht zumindest. Okay. Jo. Würde ich dagegen kämpfen? Ich glaube eigentlich nicht. Aber welche Wahl habe ich? Keine. Ja, das Spiel öffnet mir die Augen. Oh, hallo, das ist ein Magie-Cooper. Den ich als erstes scannen werde. Das ist ein weißer Kamek. Man weiß nie, ob es ein Kamek oder ein Magie-Cooper ist. Was man zuerst sagt, ist eigentlich immer falsch. Er ist ein Magier des Cooper-Clans. Weiße Robe, was? Wie hält er die nur sauber hier im Dschungel? Maximal KP 11, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Er ist ein Heiler. Er kann pro Runde einen seiner Kumpel um 5 KP heilen. Oder er heilt die gesamte Truppe um jeweils 3. Du solltest diesen Kerl ganz schnell platt machen. Das Problem ist... Ich habe schon ein bisschen Angst. Mach ich erstmal das hier. Ja, jetzt erstmal das Gift. Das ist natürlich besonders toll. Und er beißt zu. Und du heilst oder greifst an? Du heilst alle um 3. Ja, das ist genau das, was ich nicht wollte. Denn jetzt reicht es nicht mehr. Okay, Bombett. Sternsturm auf alle. Und dann die Powerbombe. Bei sowas will ich gar nicht viel riskieren. Ja, und jetzt kommt Merlee leider nicht und verdoppelt meine Sternpunkte. Schade. Bei 11 hätte es sich gelohnt. Geld wird auch nicht verdoppelt. Naja. Jedenfalls haben wir den Kampf geschafft. Und hier ist ein riesiger Baum. Das ist ja schön. Schöne Musik. Ach, ich liebe dieses Kapitel mit der Insel hier. In den Baum kann man auch rein. Sicher sehr interessant, aber draußen ist es auch sehr interessant.
Zumindest sobald man kommen kann. Ja gut. Dann gehen wir rein in den Baum. Speichern kann man hier schon mal, das ist schön. Herzblock wäre auch ganz geil. Andererseits, 3 Sternpunkte, dann haben wir ein neues Level, dann sind wir sowieso geheilt. Ach, die Musik ist so cool hier. Also im letzten Mal habe ich mich ja sehr dumm gefühlt und hatte auch keine Lust mehr auf Paper Mario, weil das einfach so, so dumm von mir war, dass ich diese Drehattacke hier nicht auf dem Schirm hatte. Aber jetzt gerade bin ich richtig motiviert. Hätte ich jetzt nicht schon weitergehen sollen? Man weiß es eben nie. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Oh, ich kann ja auch nicht hier runterspringen. Super. Na, zurückgehen werde ich nicht. Ich erstmal hier. Ah, hier ist Abraxas. Oder Don Raphael. Oh. Willkommen. Verzeiht, dass ich etwas überrascht bin, aber es ist schon eine Weile her, seit jemand hier hochgekommen ist. Wie? Natürlich, ich bin der Herr dieser Insel, bekannt als Don Raphael. Wenn es irgendein Problem gibt, dann nur raus mit der Sprache. Komm schon, raus damit. Ja, also dann erzähl mir ihm alles. Ah, du bist also Mario, ich verstehe. Du weißt nicht, wie du in den Vulkan vordringen kannst? Naja, das ist ein Problem. Aber nicht für mich, ich helfe dir. Um ehrlich zu sein, ich wusste, dass du danach fragen würdest. Die Sterne haben mir mitgeteilt, dass du kommen würdest. Ich werde dir etwas Außergewöhnliches geben, das dir sehr hilfreich sein wird. Aber dazu später. Jetzt sollten wir uns besser um das Vulkanproblem kümmern. Okay, er kräht. Und da kommen ganz viele kleine Abraxas. Aber ihr wollt nicht kämpfen, oder? Krakaka. Kra. Ausgezeichnet, meine Abraxas. Abraxas? Ich sag immer Abraxas. Es gibt Arbeit. Ich werde euch nur einmal instruieren, also erwarte ich eure vollste Aufmerksamkeit. Na, habt das bald. Und es muss so schnell wie möglich erledigt werden, verstanden? Das will ich nämlich hoffen. Los geht's, Abraxas, folgt mir. Alle springen nach unten. Nur Mario nicht. Mario geht jetzt erstmal backtracken. So gerade. Ich will jetzt wissen, was da... Ja, okay, Bombette hat sich in den Tod geglitscht. Ja, da unten... Man konnte ja noch weitergehen, außerhalb des Baums. Und das würde ich jetzt ganz gerne erstmal machen. Ja, dann hieß ein Orden. Und zwar Herzelein. Die KP regenerieren sich während des Kampfes langsam. Jo, ist geil. Wo ist er denn? Herzelein, da. 3 kostest du. Mhm. Tja. Ausweicher deaktivieren ist halt nicht ganz so geil. Ich will aber auch nicht den Schlag plus wegtun. Manchmal setze ich den ja doch ein. Ja, ich werde Ausweicher deaktivieren für Herzelein. Ob das schlau ist? Wahrscheinlich nicht. Aber, ja. Ich weiß es eben nicht. Na gut. Dann springen wir mal vom Baum runter und in den Tod. Ja, nicht ganz. Wir werden ja warm weich aufgefangen von Bäumen und sind jetzt hier unten. Okay. Okay. Dann Raphael verschiebt die Wurzel ein bisschen und weiter geht's. Ja, cool. Klar, das kleine Gras hier hält mich auf.
Warum auch nicht? Und wo sind wir hier? Interessant, hier geht's auch weiter. Ah! Ich war so verwirrt, aber okay. Den Weg kennen wir natürlich. Hier waren wir mit Colorado. Hier wurde Colorado bedrängt. Okay, ja Leute, muss ich sagen, bis hierhin. Im nächsten Part geht's weiter. Ich werde mich erstmal heilen. Ja, und ich freue mich sehr. Es macht großen Spaß gerade. Ich denke, ich werde den nächsten Part auch sofort aufnehmen. Aber ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Sorry dafür. Okay, bis dahin, wie immer. Alles Gute.